Das ÖFB-Nationalteam hat 6 Spiele unter Neo-Trainer Ralf Rangnick bestritten und ist anschließend aus der A-Liga der Nations League abgestiegen. Trotzdem blickt man positiv in die Zukunft, denn die EM-Qualifikation wartet mit Beginn Frühjahr 2023. Und heute im KRONE TV Sports Talk sprechen wir über Vergangenes und auch Zukünftiges mit dem ÖFB-Präsidenten Gerd Miletich. Zunächst mal danke für den Besuch. Gerne. Wir haben jetzt 6 Spiele unter Ralf Rangnick gesehen, wenn wir das Ganze vielleicht nochmal Revue passieren lassen. Dieser fulminante Start gegen Kroatien, dann dieses aufsehenerregende Unentschieden zu Hause gegen Frankreich. Danach gab es dann 4 Niederlagen. Wie fasst man das ÖFB intern auf insgesamt? Nein, man hat schon von Haus aus gemerkt, dass da ganz anderer Wind weht. Ich war dabei, wie er das Gespräch mit den Spielern gehabt hat, wo Ralf Rangnick sein Trainerteam vorgestellt hat, aber auch sein System vorgestellt hat und den Spielern auch klar erklärt hat, welche Vorstellungen er hat. Und dort so kommuniziert hat, so direkt kommuniziert hat mit den Spielern, dass die genau wissen, wenn sie das, was das Trainerteam jetzt vorgibt, mittragen, dann ist es in Ordnung. Wenn sie es nicht mittragen, ist es auch in Ordnung. Aber da werden sie wahrscheinlich nicht dabei. Also hier gibt es schon klare Worte und die, glaube ich, helfen sehr, sehr gut weiter. Wenn man jetzt quasi die ersten 3 Spiele heranzieht, ein Sieg gegen Kroatien, zu Hause ein Unentschieden gegen Frankreich und eine knappe Niederlage gegen Dänemark und die letzten 3 Gruppenspiele, wo man jeweils mit 2 Toren Abstand verloren hat, hat man da vielleicht im Laufe dieser Gruppe auch gesehen, dass man noch nicht ganz mit der Weltspitze mithalten kann oder darf man die Ergebnisse vielleicht nicht überbewerten? Ergebnisse sind immer wichtig, brauchen wir keine Diskussion, aber es hat sich auch gezeigt, dass wir halt diesen Spieler, der vielleicht über der Mannschaft steht, nicht haben. Wenn ich mich erinnere und möchte ein bisschen weiter zurückgreifen, gegen Wales hat uns der Bale die beiden Tore geschossen. Wenn wir uns überlegen, gegen Frankreich war es der Mbappé, der über drüber war, gegen Kroatien war es Modric, der beim ersten Spiel nicht dabei war. Das hier gibt es immer Spieler in den Teams, die halt wirklich eine Ausnahmeerscheinung sind, Weltklasse sind und auf diesem Niveau haben wir derzeit keinen Spieler und die haben dann immer den Unterschied auch ausgemacht und da muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Mbappé hat man halt nicht bei uns in Österreich, das ist leider so. Die Wichtigkeit der Ergebnisse haben Sie angesprochen, die jetzt zumindest im Laufe dieser Gruppenphase teilweise ausgeblieben sind. Trotzdem glaube ich, dass die Erfahrungswerte speziell für diese österreichische Mannschaft wichtiger waren, als wenn man jetzt in der B-Liga gegen Bosnien und so weiter spielt. Ich glaube, dass man und dass das Trainerteam hier wirklich eines erreicht hat, dass sie grundsätzlich kommunizieren konnte mit der Mannschaft, wie sie sich das Fußballspiel vorstellen. Und auch das Trainerteam konnte quasi die Spieler echt kennenlernen. Ich gehe daher sehr optimistisch in das nächste Jahr, wenn es um die Quali geht für die Euro in Deutschland 2024. Weil ich glaube, jetzt wissen die Spieler und auch die Betreuer, welche Vorstellungen wer hat und welche Möglichkeiten ein Spieler hat und welche nicht. Bevor wir auf die Vorbereitungsspiele gegen Kroatien und Andorra als auch auf die EM-Qualifikation zu sprechen kommen, vielleicht noch zur Personalie Ralf Rangnick, wo wir wissen, was der schon in seiner Karriere erreicht hat. Als Fußballlehrer wird er getitelt in Deutschland, war auch überraschend, als er in Österreich an Land gezogen wurde. Wie verhält er sich verbandsintern? Ist er sehr lautstark, taktvorgebend oder teilweise auch zurückhaltend und schaut sich vielleicht einmal an, was der ÖFB intern bis dahin so geleistet hat? Also laut ist er nicht, aber er ist natürlich, er spricht die Dinge auch ganz klar an, die, wo er Vorstellungen hat, ob das jetzt unser Campus in Aspern, die Planung betrifft, wenn es die Kombination geht oder wie es unsere Nachwuchsmannschaften aussieht. Also hier gibt es sehr großes Interesse und Engagement auch von seiner Seite her. Das heißt, er nimmt diese Sache sportlich wirklich so ernst und will hier wirklich was bewegen. Und das muss ich sagen, haben wir uns auch erwartet. Und das liegt auch im Interesse des ÖFB und des Fußballs, dass er hier wirklich sich alles anschaut, analysiert und im sportlichen Bereich hier Einfluss nimmt. Ergebnisunabhängig, inwiefern hat er schon die Mannschaft in Ihren Augen weiterentwickeln können nach der Übergabe von Franco Foda? Man sieht schon, deutlich offensiver ausgerichtet, man steht höher, man attackiert höher. Merkt man da schon zu 50-60% die Handschrift des neuen Trainers? Bin überzeugt davon und konnte es auch wahrnehmen, dass es wirklich so ist. Und er hat seine Spieler, wo ich genau weiß, auf die setzt er, die sind für ihn sind ein Fixpunkt in seiner Mannschaft und muss natürlich jetzt schauen, dass er sich jemand die Viererkette links und rechts anschaut, wie kann ich die besetzen, damit sie mithalten kann mit den Innenverteidigerpaar. Ich meine, Gott sei Dank gibt es einen Alaba, aber
in der Viererkette links und rechts haben halt diese Klasse nicht. Aber er wird sich sicher jemanden suchen, der hier quasi mitspielen kann. Nicht? Mitte November gibt es dann den Doppelpack gegen Andorra und Italien zum Jahresabschluss. Auf der einen Seite ein Testspiel mit weniger Bedeutung, würde ich mal behaupten. Ein kleiner Start aus Europa, wo man wahrscheinlich einiges experimentieren und ausprobieren kann. Gegen Italien hat man noch eine Rechnung offen nach dem Achtelfinal aus gegen den späteren Europameister. Wie sieht da die Zielsetzung aus? Inwiefern möchte da Ralf Rangnick nochmal positiv auf die Spieler einwirken? Ich glaube, der Lehrgang in Spanien ist eine ganz wichtige Sache für das Team und auch für das Betreuerteam, weil sie dann sicher wieder einiges daraus erkennen werden, wie man uns dann aufstellt. Ich glaube, das Ergebnis gegen Andorra wird jetzt nicht so wichtig sein. Natürlich ist es schon so, wenn wir in Wien gegen Italien spielen, wird das hoffentlich ein Ergebnis auch sein, mit dem wir alle leben können. Am 16.11. das Duell gegen Andorra im Rahmen des Trainingslagers in Spanien und am 20.11. dann zu Hause gegen den Europameister. Wir kommen zu jenem Kapitel, das Anfang Oktober aufgeschlagen wurde mit der Auslosung für die Europameisterschaft. Eine Gruppe, die in meinen Augen mit Vorsicht zu genießen ist, aber durchaus schlimmer hätte kommen können. Wenn wir jetzt Belgien, Schweden, Aserbaidschan und Estland auftischen, was sagen Sie dazu mit ein paar Tagen Abstand? Ja, ich habe das schon gleich nach der Auslosung so kommuniziert. Es hätte schwieriger kommen können, es hätte leichter kommen können, aber ich glaube, es ist in Ordnung. Belgien, wissen wir, ist ein Spitzenteam, da wird es sicher schwer werden. Schweden, muss ich sagen, da sind wir sicher höher zu bewerten derzeit. Und die anderen beiden sollten ja grundsätzlich einmal 6 Punkte Pflicht sein. Aber ich glaube, dass die Chancen sehr gut stehen und dass wir da erfolgreich sein werden, davon bin ich überzeugt, dass wir auch dann in 2024 in Deutschland bestehen können. Ende März gibt es gleich einen Doppelpack zu Hause, ausgerechnet gegen die beiden vermeintlichen Nachzügler in der Tabelle, Aserbaidschan und Estland. Ist das quasi gute Vorbereitung für stärkere Gegner oder kann das vielleicht auch hemmend wirken, wenn man zu Beginn mal einen Gegner hat, der sich vielleicht hinten einigelt und nur auf einen Punkt in Wien spekuliert? Ja, ich glaube, man sollte schon davon ausgehen, dass diese Herausforderung und diese Aufgabe zu erfüllen ist. Und ich glaube, das ist auch der Anspruch, den der österreichische Fußball hat, den der ÖFB hat und auch der Teamchef hat. Bei Belgien, da muss man ganz klar sagen, eine Generation, die durchaus in der Lage sein könnte, um auch einen großen Titel einzufahren. Wie viel Chance sehen Sie da, überhaupt einen Punkt gegen diese Großmacht zu machen? Ich bin überzeugt davon, dass wir da große Chancen haben, einen Punkt zu machen, nicht nur einen. Man muss natürlich einmal das Spiel abwarten, aber grundsätzlich glaube ich, geht Teamchef Rangnick immer an die Sache so heran, dass er sagt, ich möchte das Spiel gewinnen. Und das ist die Ausgangsposition. Und da erwarte ich mir auch einiges. Ja. Seine Reaktion vielleicht nach der Auslosung der Gruppe, was hat man dann vielleicht intern besprochen? Was hat Herr Rangnick zu dieser Gruppe gemeint? Nein, also immer ist es nur wichtig, dass wir Spielstätten finden für die Spiele gegen die vermeintlich Schwächeren, wo wir ein volles Stadion haben. Das heißt, dass wir nicht in einem großen Stadion spielen, das fast leer ist, sondern dass wir versuchen, ein Stadion zur Verfügung zu stellen, wo wirklich die Atmosphäre herrscht, die er gerne hätte, dass die Zuschauer mit der 12. Mann sind, wo sie mitpushen. Das ist sein Wunsch. Und den werden wir sicher nach bestem Wissen und versuchen zu erfüllen, keine Frage. Es wird wahrscheinlich bei der Bestellung von Ralf Rangnick keine Rolle gespielt haben, aber es geht auch um einen Auftritt Österreichs in seinem Heimatland in Deutschland bei der Europameisterschaft. Inwiefern hat er da schon durchblicken lassen, dass es für ihn ein prestigeträchtiges Turnier auch ist, wo er gerne dabei wäre? Also nachdem es für ihn ganz klar ist, dass wir uns qualifizieren, hat er auch so kommuniziert, ist es auch für ihn eine gute Vorstellung oder er geht davon aus, dass wir auch in Deutschland bei der Euro 2024 bestehen werden und gut spielen werden. Also das sind schon seine Ziele. Die Qualifikation ist, glaube ich, klar, dass er die schaffen will, aber er möchte auch natürlich erfolgreich sein in Deutschland. Wir haben jetzt einiges besprochen rund um die Nations League, wie man mit Ralf Rangnick vielleicht auch diese ersten 6 Spiele gesehen hat und auch Ihre Einschätzung für die Europameisterschaftsqualifikation, die im Frühjahr 2023 startet, aber innerhalb des Verbandes gibt es auch noch einige Themen, die immer wieder aufflammen, höchst umstritten sind. Beim neuen Sportzentrum in Aspern ist man allerdings schon relativ weit. Kann man schon davon sprechen, dass das im kommenden Jahr zumindest gestartet wird?
Naja, noch ist es nicht so weit. Wir sind jetzt derzeit im Bieterverfahren für einen Totalunternehmer. Das ist im Laufen. Wir sind natürlich in der Planung auch schon sehr weit und wir werden nächste Woche nach Deutschland fahren. Das hat Ralf Randig organisiert, dass der Generalsekretär, der Geschäftsführer, Sportdirektor, meine Wenigkeit und er uns den Campus in Frankfurt anschauen können, damit wir hier auch einiges sehen, wo wir vielleicht uns noch was anschauen können oder anpassen können, beziehungsweise dass uns die vielleicht sagen, wo sie was falsch gemacht haben. Also hier gibt es schon die Verbindung und den Kontakt, den der Teamchef herstellen konnte, dass wir hier wirklich die Möglichkeit bekommen, den neu errichteten Campus in Frankfurt uns genau anzuschauen, um hier auch vielleicht noch irgendwas bei uns anzupassen. Das ist die eine Geschichte, glaube ich, von der Ausschreibung her, von der Planung her, da sind wir sehr weit. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer die Kostenfrage. Hier hat sich mittlerweile auch sehr viel getan. Wir haben ja grundsätzlich mit der Stadt Wien, mit dem Bund und ÖFB intern eine Regelung, wo wir sagen, wir dritteln die Kosten. Das ist ein Drittel der Stadt Wien, ein Drittel der Bund und ein Drittel der ÖFB. Aufgrund der Steigerung der Kosten wissen wir, dass das natürlich jetzt etwas mehr geworden ist. Wir kennen jetzt die Rahmenbedingungen von den Kosten her. Wir waren schon beim zuständigen Stadtrat, der uns gar zugesagt hat, dass er mitgeht und dass er die Finanzierung hat uns die Finanzierung zugesagt. Wir haben vom Bund positive Signale, noch keine Zusage, aber positive Signale, dass sie das auch anpassen werden. Ja, und wir brauchen dann natürlich bei uns intern einen Präsidiumsbeschluss, der das auch sanktioniert. Keine Frage, das sind noch die Kriterien. Das heißt, wir brauchen diese Zusagen natürlich schriftlich und dann natürlich dann auch im Endeffekt die Zustimmung des ÖFB-Präsidiums, um das umzusetzen. Aber von der Planung her gehen wir davon aus, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dass wir spätestens mit 1.9.2023 zu bauen beginnen können. Also es ist zumindest schon mal alles in die richtige Richtung gelenkt worden. Unter den Landeschefs, sprich aus Salzburg und Tirol, kam auch ein bisschen Gegenwind, die gemeint haben, sie sehen keine Notwendigkeit mit der Errichtung dieses neuen Sportzentrums. Warum glauben Sie das? Weil es vielleicht nicht in Tirol und in Salzburg ist oder weil es tatsächlich in Österreich genügend Stellen gäbe, um das österreichische Nationalteam trainieren zu lassen? Also jeder, der die Räumlichkeiten einmal des ÖFB kennt und den Eingangsbereich schon nur kennt, ich meine, abgesehen davon, dass es alles viel zu klein ist, glaubt, er ist bei einem Liefereingang irgendwo in einer Spedition und nicht bei einer Geschäftsstelle des ÖFB. Also hier, muss ich sagen, ist natürlich die Notwendigkeit sicher gegeben, dass es ein neues Büro geben muss. Aber noch wichtiger ist für mich, dass wir Rasenplätze haben, wenn wir einen Lehrgang haben und Spieler bekommen, ob der von Real Madrid, von Bayern München oder egal woher kommt, der ist ja in seinem Verein ja gewohnt, auf Plätzen zu trainieren, die alle top sind. Und es ist sehr unverantwortlich, auch von ÖFB-Seite her, wenn wir nie wissen, wo dürfen wir trainieren, dann finden wir einen Platz, wo wir trainieren dürfen. Da ist vielleicht aber nicht dann so, dass er sagt, hier kann man ganz getrost trainieren drauf oder ist kein. Das heißt, wir müssen einfach vom ÖFB Plätze schaffen, wo wir ganz klar sagen können, wenn hier wirklich eine Verletzung passiert, dann ist es halt passiert, aber es ist nicht auf dem Rasen zurückzuführen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn wir Spieler, die international tätig sind, einberufen, dann haben wir auch die Verantwortung, auf Plätzen zu trainieren, damit hier nichts passiert. Also eine Anpassung und vor allem Professionalisierung auf einer bestimmten Ebene. Wenn man das Nationalstadion heranzieht, das ja auch schon seit, will ich sagen, seit Jahrzehnten, aber doch über einen sehr langen Zeitraum schon mit vielen Fragezeichen versehen ist, wie viel Potenzial sehen Sie da, dass wir vielleicht in den nächsten Jahren auch von einem Baustart sprechen können? Das ist etwas schwieriger, würde ich einmal sagen. Wir vom ÖFB hätten gern ein Nationalstadion, keine Frage. Und uns wäre nichts lieber, wenn das passieren würde, dass wir quasi auf das internationale Niveau anschließen könnten, wie es halt wirklich in Europa üblich ist. Wir haben natürlich die Problemstellung, dass wir maximal 5 Spiele im Jahr spielen können im Stadion. Das heißt, es muss jemand das Stadion errichten, entweder ein privater Betreiber oder Investor oder die öffentliche Hand. Wir können uns ja nur für einige Spiele einmieten. Und daher sind wir hier wirklich nur Beifahrer. Wir haben den Wunsch und es gibt den Bedarf. Wir würden eins brauchen. Es wäre top.
Und ich erzähle das nicht gerne, aber es war wirklich so, wie wir das Dänemark-Spiel gehabt haben. Da war ja das mit dem Lichtausfall. Wir hatten dann diese Problemstellung, das Gott sei Dank nach dem Spiel passiert ist mit dem Loch. Und 4 Tage später waren wir in Dänemark. Und beim offiziellen Bankett hat mir der dänische Präsident, nicht bösartig, aber doch mit einem Lächeln gesagt, dass er garantiert mir, dass sie genug Strom und Licht haben und keine Löcher im Platz. Also, das musst du auch gefallen lassen. Aber das ist halt so. Aber ich gehe davon aus, dass das sicher in den nächsten Jahren passieren wird. Nur viel Einfluss darauf hat natürlich der ÖFB nicht. Österreich also mit Modernisierungsschritten, um auch dem Fußball des 21. Jahrhunderts mehr und mehr entgegenzukommen. In Katar, da baut man jetzt künstlich angelegte, hochmoderne Stadien hin, die wahrscheinlich nach dieser Weltmeisterschaft in Bedeutungslosigkeit versinken werden. Zu dem kommen wir jetzt nicht, aber ein anderes Thema natürlich, wer ist Ihr Weltmeisterschaftskandidat Nummer 1, wenn Sie auf die Spieler aktuell schauen und Verletztenlisten? Ich würde sagen, dass für mich ist Frankreich ein Top-Favorit für die Weltmeisterschaft. Warum? Gibt es da einen Grund dafür? Ja, gefestigt genug? Ja, ich glaube, da gibt es wirklich Ausnahmespieler, die, wenn sie funktionieren und in der Kombination funktionieren, dass die wirklich in der Lage wären, hier zu bestehen. Natürlich, Brasilien ist für mich ein bisschen nicht so durchschauen oder im Moment nicht, kann ich wirklich nicht beurteilen, wie die jetzt sind, aber für mich ist und bleibt bis auf Weiteres einmal Frankreich Top-Favorit. Also ÖFB-Präsident Gerhard Millet, ich glaube, dass die Franzosen ganz, ganz weit kommen können bei diesem Turnier. Zum Abschluss wollen wir Sie persönlich auch noch ein bisschen in den Mittelpunkt rücken. Ein Jahr als ÖFB-Präsident, wie haben Sie dieses erste Jahr gesehen, überstanden? Wie anstrengend, fordernd war es? Nein, es ist, was Zeit betrifft, sehr erfordernd. Das habe ich, muss ich offen gestehen, etwas unterschätzt. Aber es hat funktioniert. Also ich war bei sehr vielen Terminen dabei, habe die Frauennationalmannschaft miterleben können und dürfen. Die ist ja wirklich top entwickelt. Ich war bei den A-Team-Spielen dabei. Ich war bei allen Sponsoren vorstellig, hier auch zu kommunizieren, wie wichtig diese Sponsoren für den ÖFB sind. Also es gibt hier sehr viele Dinge, sehr viele Termine, die notwendig waren, abgesehen von den internen Terminen. Aspern ist natürlich auch ein Zeitfaktor für mich, weil ja da wieder sehr viele Sitzungen notwendig sind. Aber grundsätzlich habe ich ja immer Freude am Fußball gehabt und habe sie immer noch. Und deswegen ist das für mich grundsätzlich kein Problem und ich freue mich wirklich auf die nächste Zeit. Die Leidenschaft ist das Allerwichtigste. Herr Millet, ich besten Dank für den Besuch. Alles Gute für den Jahresausgang und für die Spiele gegen Andorra und Italien. Danke. Das war also ein exklusiver Einblick in das Leben des ÖFB. 6 Spiele hat es unter Ralf Rangnick gegeben. 2 wird es in diesem Jahr noch geben im Rahmen von 2 Freundschaftsspielen. Und am 24. März ist dann der Deadline Day und die Eröffnung für die Europameisterschaftsqualifikation. Zunächst gegen Aserbaidschan, anschließend gegen Estland. Beide Spiele zu Hause, da können wir dann wieder Daumen drücken für unsere rot-weiß-roten Kicker. Ihnen danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Boom. 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 Boom.